As you probably know, Julian Assange, as well as his colleagues and friends and associates, were extensively surveilled during his time at the embassy. And our next speaker, Andy, is going to talk about procedural and technical details of that surveillance, which is what we are really interested in. That's why the room is full. So, Andy, technical aspects of the surveillance in and around the Ecuadorian embassy in London. Please give him a warm round of applause. Okay, good morning, everybody. I'm holding this talk actually the second time. The first time was on day one, but somehow the video recording got fucked up. I would say CIA, but at this early time of the talk, you might think I'm paranoid, but well, we can discuss that after my talk again. So, fuck. What's up? Die Auflösung umstellen oder was? Open Anyone source. Anyone here who knows computers? Willkommen bei der Übersetzung für den Vortrag. Wir würden uns über Feedback auf Twitter freuen. Mein Name ist Baden. Und Pharmafirma, wir übersetzen heute den Talk für euch in Deutsch. Also die Präsentation geht über einige. Diese Präsentation wird über einige, aber nicht alle Aspekte gehen. Es ist einiges im Internet passiert. Es sind mehr Sachen passiert, als wir wissen. Es wurde wohl mit Nanometerwellen durch Wände geguckt, aber es wird immer noch neue Daten erhoben. Und es wird in Zukunft ein langes PDF geben, das erklären wird, was alles genau passiert ist. Der zweite Disclaimer: Ich werde nur Sachen vorstellen, die von einer Global aufgedeckt wurden. Die sind im Moment Teil einer laufenden Rechtsverhandlung. Sie haben wohl angeblich aus anderen Quellen Geld angenommen. Sie haben Privatsphäre verletzt, Regeln verletzt, ja, eventuell auch Geldwäsche und so weiter. Und auch die spanische Justiz hat Ermittlungen aufgenommen. Und zum heutigen Tag wurde aber niemand angeklagt. Also ja, der Rechtsfall läuft noch. Und wir haben auch Materialien von anderen Diensten, welche rundherum gearbeitet haben. Da haben wir ein paar Indikationen, was die gemacht haben könnten. Da dies ist ein ziemlich langer Vortrag ist, ist es wahrscheinlich gut, euch einen kurzen Überblick zu geben, um euch das große Bild zu zeigen. So, damit ihr mal die Räume und so weiter alles kennt. Also das Operation Hotel, das war der offizielle Auftrag dieser Firma, die NSA-Agenten zu schützen. Und auch das wurde dann zum Beispiel die Gästebetreuung genannt. Es gab Standard Operation Procedures, SOPs. Und so wie Duffy Morales wurde instruiert, was man machen soll. Es wurde instruiert, was von Besuchern instruiert werden soll, was die Botschaft alles, was da dokumentiert werden muss und so weiter. Und was man für Upgrades machen könnte für die Sicherheitssituation. Dann, was
Julian gemacht hat, um die Überwachung entgegenzuwirken und so weiter. Also es kommt dann alles relativ plastisch. Der Kontext ist, dass Julian die Idee der Hackerethik genommen hat, dass alle Informationen frei sein sollen. Und wir können natürlich auch sagen, er hat wahrscheinlich einen der höchsten journalistischen Preise und in einer geschützten Botschaft zu sein. Und er hat sehr viel Anerkennung und die Macht, die er hat, das passt wohl irgendwie nicht zusammen. Ja, egal. Das große Bild ist, damit ihr die Geschichte ein bisschen versteht, wie was passiert ist. Es gab eine Anfangsphase, wenn er in die Botschaft gebracht wurde, wo sie noch nicht bereit für ihn waren und wo sie zum Beispiel Überwachungskameras hatten für Leute, für Besucher. Und in 2015 wurde eine Firma engagiert und hat diverse Dinge gemacht. Da gab es dann drei verschiedene Phasen, welche ich für euch hier auseinandernehmen möchte. Die erste Phase war unter Präsident Obama und der Left-Wing-Regierung von Government und Korea. Und ganz am Anfang von den Überwachungen von der äquatorischen Industrie und ging an eine Sicherheitskonferenz und nach Las Vegas und präsentierte diese kleine Firma und die hatten einen Kunden. Also so viel zu der Größe der Firma. Also man hat dann sehr schnell mehr interessante Dinge gefunden und er hat so seine Karriere gut starten können. Und am Anfang hat er auch Bezahlungen entgegengenommen von einer Firma aus LA, der zum Beispiel eine Yacht von Edison, und auch diese Yacht hatte bereits ein Sicherheitsteam und da liefen bereits Ermittlungen. In 2017, nachdem es da schon einige Untersuchungen gab, die aber die USA da eigentlich noch mehr angefressen gemacht haben, und nachdem das die Regierung in Ecuador geändert hat, hat sich das ganze Protokoll nochmal ordentlich verändert. Also es waren nicht nur verschlüsselte Kommunikation mit den Mitarbeiterinnen, sondern auch plötzlich wurden auch Leute unter Druck, wurden sie von den amerikanischen Freunden und Freundinnen unter Druck gesetzt, dass es quasi mehr Wanzen gibt und Kameras mit Audioaufnahmen. Also wir können jetzt davon ausgehen, oder wir sagen relativ knapp, dass das von den USA ausgeht, weil es gab E-Mails dazu. Die E-Mails haben die IP-Adressen angezeigt und das haben unsere Analystinnen untersucht. Und wir wissen also quasi, wo diese IP-Adressen geolokalisiert waren. Das Englisch von eben dem David Morales war nicht sehr gut und auch nicht sehr aber manchmal waren die quasi Beschreibungen sehr detailliert, die technischen Details waren sehr klar, die aber auch herausgekommen sind. Also wir sind uns da schon sehr sicher, dass das, also was wir da behaupten. Und am Ende 2017 gab es noch eine kleine Sache, das werde ich später erklären, aber dann, ich will noch auf eine andere Sache hinweisen, was eventuell zu Verwirrung gesorgt hat. Ja. Und zwar April 2018, da sind zwei Sachen passiert. Die neue Regierung von Ecuador hat da quasi ein Abkommen mit den USA geschlossen, wo quasi diese Untersuchung von Julian Assange schon dabei ist. Also quasi, dass er bei den ecuadorianischen Wahlen irgendwie interferiert haben soll und da eingegriffen haben soll. Die waren da nicht und nachdem sie nicht zufrieden waren mit der Arbeit, haben sie dann quasi noch eine zweite Firma organisiert und bezahlt,
die vom lokalen Geheimdienst gemacht worden ist. Und mit dem Material war, das konnte noch einfacher verwendet werden, um quasi ja, legale Ansprüche zu bringen, weil das, was davor aufgenommen wurde, war klar alles illegal. Aber der zweite Teil, diese zweite Annahme von der zweiten Firma, das war fast, da ging es fast dann um einen Erpressungsversuch gegen WikiLeaks, und das ist auch jetzt schon in einem Gerichtsfall. Also meine Präsentation wird sich hauptsächlich vor 2018 sein, also vor diesem Punkt, damit man das nicht auch. Also eine Sache, die ich noch sagen will, ist, dass alle Besitztümer von Julian Assange sind alle konfisziert worden von Ecuador und quasi an die USA weitergegeben, nämlich und zwar basierend auf diesem Abkommen, das sie da gemacht haben. Also hier gibt es einen kleinen Überblick über die Botschaft. Es ist nicht das ganze Bild, also nicht das ganze Gebäude, sondern nur das Erdgeschoss, das auf der linken Seite diese Straße bis zum Ende geht, wo ja. So, das ist von der Seite. Also auf der rechten Seite seht ihr den Notausgang der Botschaft, noch mehr Seitensichte, und auf der rechten Seite war kurz der Innenhof. Das ist der Eingang. Ja, also in dem Gebäude gibt es noch mehr Botschaften, zum Beispiel die kolumbianische, die direkt auf der rechten Seite davon ist. Das sind andere noch, ich weiß jetzt nicht, welche das sind, habe ich vergessen, aber ja, und da seht ihr die Eingangstorsituation von einer anderen Perspektive. Da habt ihr jetzt einen Überblick über die Kameras vor den Upgrades im Dezember 2017. Also, das Interessanteste ist vielleicht da auf der linken Seite der Sala de Reunion, also quasi der zweite von links mehr oder weniger, weil da waren die meisten Meetings, und ihr seht, dass da eine Kamera eben reinschaut, also da waren die meisten Treffen mit Julian Assange, aber ihr seht da quasi, wie die Überwachung drin war. Und quasi das ist alles, was der Julian Assange verwenden hat können. Ja. Und zwar nämlich, und auf der ganz rechten Seite war Habitatio USB. Das war das, wo er auch schlafen durfte. Und ja, also hier ist nochmal die von der Außenseite jetzt. Ja. Da waren auch einige Kameras. Ja, eine 8 Megapixel-Kamera, 360 Grad, die wir auch gesehen haben. Also, das sind eher die harmloseren Kameras auf der Seite, und da seht ihr jetzt quasi die große Kamera, ja, die eben diesen großen Winkel gehabt hat, und die ist ziemlich gut. Ja, die hat sogar einige Sachen aufgenommen, die ich euch dann später zeigen werde. Also ihr seht, Harrods ist da gleich rechts davon, und auf der linken Seite ist dieser Eingang. So. Operation Hotel quasi, so. Das war jetzt eben der Codename für die offizielle Sicherheitsmaßnahmen um die Botschaft herum. Also gab es eine eigene Terminologie, ja, also direct, also wer wie heißt, ja, also quasi Director for the Ambassador, Gast für Julian Assange, Hotel for Embassy, also damit man dann auch weiß, wie das geht. Also das meiste davon ist direkt vom Botschafter unterschrieben worden, ja. Gerade wenn man in die Botschaft rein muss und wie sie behandelt werden, wie ihre Passpässe getestet werden, wie ihre elektronischen Devices untersucht werden, etc. etc. Das war ein offizieller Repräsentant oder Repräsentantin des ecuadorischen Geheimdienstes, die quasi Sekretärin des Botschafters offiziell genannt wurde. Und die war offiziell, hatte die eben auch eine Aufgabe in der Botschaft, aber die ist die ist anscheinend bestochen worden mit 20.000 US-Dollar quasi bar und pro Monat. Das wurde quasi auf einem speziellen Platz übergeben, zu dem sie jeden Monat mit ihrem Mann reisen musste. Also da gab es halt ein Abkommen dazu. Das gibt euch einen groben Überblick. Ja. Und für dieses Geld hat sie nicht nur die Änderungen in der Botschaft akzeptiert, dass es so ausschaut, als wäre das quasi, was die Ecuadorianer wollten und nicht, was die Amis wollten.
Aber da gab es noch einiges anderes an lustigen Verhaltensweisen. Die originalen SOPs, also die Standard Operational Procedures, die jetzt da quasi waren, waren im Endeffekt, dass es geht um dagegen Einbrüche, ja, also Besucherinnen gehen zum Eingang, zeigen ihren Passwort, werden dann mit einem Metalldetektor sucht, der Passwort und alle elektronischen Geräte müssen quasi beim Security-Schalter bleiben, also im Sicherheitsschalter bleiben und dann geben wir Name, Passwortnummer, also Passnummer, Datum, wann man geht, wann man kommt. Die Wächterinnen bringen die Besucherinnen in den Konferenzraum und schließen dann die Tür, währenddessen wird der Pass kopiert und es gab tägliche, wöchentliche und monatliche sowie spezifisch ausgelöste Sicherheitsreports quasi oder Incident Reports. Ja. Also von den Besucherinnen und Besuchern, so quasi welche Person eingeladen wurde, warum, wie lang, bla bla bla, ja, dann die Daten über den Pass. Also exakte Zeit, ja, alle Visas sind kopiert worden, die Beschreibung von den Gästen, wie die ausschauen, ob sie Begleitung hatten, etc. Dann gab es natürlich Videomaterial vom Eingangsraum, vom Meetingsraum und auch wenn sie gegangen sind. Ja. Also zum Beispiel sieht man das da, ja, von einer Person. Ja, also es gab viele Passwörter. Da gibt es zum Beispiel ein Beispiel von der Eingangssituation vom November 2016. Das ist einer der Anwälte, der da reinkommt. Er läutet an, zeigt seinen Pass her, der wird gecheckt. Das wird untersucht. Und dann auf der linken Seite sieht sie ja noch ein paar lustigerweise Upgrades zu den Kameras. So. Also wurden da gerade gemacht. So, also jetzt ihr seht quasi den Überblick seht, jetzt wird er untersucht. Ja. Er muss dem Wächter auch quasi dann genau der Brücken wird gecheckt, ob es da Aufnahmegeräte sind, also auch, dass quasi Gäste nichts mitbringen können, irgendwie Aufnahmegeräte mitnehmen können. Also quasi da dann die. Ja, also es war so, also. Das war alles zum Schutz von Julian. So, das ist jetzt eine Meeting-Dokumentation. Ja, das bin ich selber. Es ist ein bisschen langweilig. Ich bin jetzt nicht so, ja, da gibt es ein spannenderes Ding. Die einzig positive Slide, die ich habe, ja, also eine Missing in A. Das ist eine Rapperin, die in der UK wohnt, aber quasi auch aus Sri Lanka ist. Aber es ist jetzt auch eine Katze. Also der Katzenteil ist natürlich wichtig. Jo, die Drittanbieteränderungen beim Eingang in das Ganze, die haben beginnend 2017, nachdem eben Morales Kommunikation auch auf verschlüsselt umgestellt hat. Das könnte übrigens auch damit mit dem Regimewandel in den US zu tun haben, weil die Trump-Administration, die hatten Angst, dass andere Departments oder andere Abteilungen da quasi hineinschauen könnten und darum wollten sie jetzt dann quasi auch die Kommunikation verschlüsseln, denken wir. Die haben angefangen, die originalen Harddisks vom Network Video Recording alle 14 Tage abzuholen und nach 15 Tagen sind die dann verschwunden. Also damit ist der Morales dann relativ regelmäßig in die USA geflogen. Und gab die dann weiter zu seinen amerikanischen Freunden und Freundinnen und dann neue Informationen an die Leute bei der Botschaft schicken. 2017 eben gab es dann am Ende neue Kameras, die auch Audio aufnehmen konnten und Dinge wurden auch verbessert. Ja. Also zum Beispiel die Audiofilters in den Kameras sind verbessert worden. Da haben sie neue Konfigurationen gemacht. Die Amerikanerinnen haben auch
verlangt, dass sie direkten Zugriff auf diese Streams haben, wenn sie quasi in den Office kommen. Also da dementsprechend wollten sie dann quasi, also haben sie dann quasi schon in der Botschaft das so installiert, dass es zwei Zugangslayer gab. Ja, also das eine für die Ecuadorianer und Ecuadorianerinnen und das andere für die US-Dienste. Wir haben eine E-Mail, ja, das ist die eine, die wir haben. Ich spreche kein Spanisch, aber da geht das absolut klar hervor, dass er über diesen Videostream spricht. Ja, una para Ecuador, una para nosotros y otra para, also Ex, ja, also das quasi für andere. Ja, also ist klar, Ex sind die anderen. So, jetzt geht es quasi auch noch um, weiter sagen, sie haben quasi ein, bei der Tür, quasi haben sie noch ein Telefon installiert, das heißt, da musste man vor dem Eingang noch, man hat nicht nur angeläutet, sondern musste dann noch den Namen sagen. Und die Wächter und Wächterinnen, die da in der Lobby-Area gesessen sind, die haben auch den Namen dann gehört und hatten dann quasi auch ein Voice-Sample in der elektronischen Übertragung, logischerweise. Das ist dementsprechend noch da weiter. Außerdem haben die Wächter, Wächterinnen dann quasi das Tor nur geöffnet, dann den Passport mal zu nehmen und dann hat man auch draußen warten müssen. Ja, in der Zeit ist dann das mit dem Passport, also mit den Passkopien passiert etc. und man musste halt warten auf weitere Instruktionen und hat aber draußen warten müssen. Danach haben die Wächter und Wächterinnen angefangen, E-Mails und IMSIs von den Geräten der Besucherinnen und Besucher aufgeschrieben bzw. fotografiert. Ja, und haben die Devices auch noch untersucht. Und ich habe da noch drei, ich habe da ein paar Beispiele. Ja. Also, das war ein Korrespondent der Washington Post, ja, da noch mehr Fotos von ja, italienische Journalistin, warum auch immer sie all das, die USB-Sachen, Stickzeug-Sachen mit habt, da ihr seht auch, das ist alles aufgenommen worden. Aber ihr seht eindeutig, die haben auch die SIM-Karten rausgenommen, um sie extra zu fotografieren und dementsprechend die IMSIs der Karten zu sehen. Also die wollten das alles haben. Jetzt kriegt ihr eine Idee, wie das dann quasi danach ausgeschaut hat. Vom Meeting und mit den neuen Kameras. Und 2017 mit den neuen Kameras, das heißt, jetzt gibt es auch Audio. Also, ja. Ja, das ist schon eine ziemliche Verbesserung, wie euch wahrscheinlich klar ist. Und wenn ihr jetzt rein zoomt, könntet ihr sogar die Aufzeichnungen lesen. Wie auch immer, das hat ihnen nicht gereicht. Sie hatten Probleme mit den White Noise Generators und das war in kritischen Meetings. Sie wollten die Audioqualität verbessern. Wenn man nicht laut gesprochen hat, konnten die Kameras an der Decke die nicht aufnehmen. Also haben sie ein Survey gemacht, um herauszufinden, welche Möglichkeiten sie haben, um Mikrofone zu benutzen. Und sie haben auch das Netzwerk und Equipment untersucht. Hier sieht man, wo der Feuerlöscher hängt. Der hat die Hauptrolle da gespielt. Ja, man sieht diesen Knopf. Sie haben manche von dem Plastik abgenommen und da eine Wanze versteckt. Und man konnte aus der Höhe der Köpfe die Stimmen gut aufnehmen. Und es ist mit Batterie, also musste die Batterie öfter mal ausgewechselt werden. Und sie konnten etwa 26 Minuten aufnehmen. Aber man bekommt eine grobe Idee, wie sie vorgegangen sind. Auf der linken Seite sieht man den Noise Generator. All der Schmuck und sowas steht darum, wo man sehen könnte, was alles Sachen sein könnten. Aber in diesem Fall war es der Feuerlöscher. Hier sieht man, Julian auch einen Lautsprecher am Fenster installiert hat. Also es gab nicht nur einen Lautsprecher über dem Tisch, sondern auch direkt am Fenster. Und hier sieht man etwas den Lautsprecher oben am Tisch. Sie haben aber auch die
die Verkabelung geöffnet und die Lichtschalter, um zu gucken, ob da irgendwas drunter war. Sie haben das auch im Badezimmer Nummer 2 gemacht. Im Badezimmer Nummer 2 war früher das Frauenbadezimmer, wo es auch eine Dusche gab. Und später war es Julians persönlicher Bad, wo er auch Meetings mit seinem Lawyer gehabt hat, während die Dusche gelaufen ist. Wie es auch in manchen Filmen der Fall war. Hinter dem Müll, den man da sehen kann, etwas dahinter, hatten sie Verkabelung für das Licht und da haben sie eine Wand installiert. Und das hat keine weitere Manipulation gebraucht und da hatten sie eben dauerhaft gute Audioqualität. Und sie sind auch durch die Küche gegangen und da sind sie scheinbar vom Haushumor von WikiLeaks infiziert worden, wenn man hier sieht. Und der andere Aspekt, der Morales diskutiert hat mit den Mitarbeitern der Botschaft, als er von seinen Reisen zurückkam, war, dass er sie gefragt hat, ob sie eine Idee hätten, wie man eine der Türen vielleicht zufällig offen lassen könnte, damit die Freunde kommen könnten, um ihn zu kidnappen. Und sie waren auch im Überlegen, ob man Gift in das Essen reintun könnte, was für Optionen es gab, ihn zu vergiften. Und die Sache mit der Tür zufällig offen lassen, davon abgesehen, dass das komplett illegal wäre, jemanden in der Botschaft eines anderen Landes zu kidnappen, aber es sind Geheimdienste. Aber was interessieren amerikanische Geheimdienste schon? Die Gesetze. Und was sie gemacht haben, ist, sie haben alle Türen, die Dokumentation für alle Türen und alle Schlösser, damit man sich überlegen kann, wie eine solches Kidnapping funktionieren könnte. Sie haben sogar ein kleines Video gemacht, um zu zeigen, wie man aus diesem Notausgang am Fenster ihn rausholen könnte. Ich habe das Video hier und da sieht man also die Idee, wie das also dann funktionieren würde. Und ja, anhand der Reflexion kann man die Personen identifizieren. Aber das ist nur eins von 3 Videos, die wir dazu haben. Die haben das auch für die anderen, die Räume im hinteren Teil des Gebäudes gemacht. Und da könnte man dann vielleicht auch eins der Fenster nehmen oder sowas, was vielleicht einfacher gewesen wäre, als die Tür offen zu lassen. Also das gehört noch zu diesem Plan. Alle Türen, Fenster zu benennen und zu identifizieren. Und da gab es irgendwie eine Art Leiter, dass man vielleicht von oben kommen könnte. Alle Fenster waren auch mit Namen versehen. Und was die in 2017 dann gemacht haben, ist 2 versteckte Mikrofone, Aufnahmegeräte im Feuerlöscher und oberhalb des Schranks im Bad. Und sie haben hochauflösende Kameras installiert und eben diese Mikrofone. Und sie haben auch diskutiert, dass sie noch einen Raum haben wollten, den vorderen Raum, den Julian auch hätte, die ehemalige Bibliothek, wo er in gewisser Weise einen Raum hatte, nicht für Besucher, sondern um für sich selbst zu arbeiten und mit Mitarbeitern zu arbeiten. Und dieser Raum war schwer auszustatten, da hätten sie durch den Raum des Botschafters durchgehen müssen, deswegen haben sie sich Steto, was auch immer, tut mir leid, ich weiß nicht, wie es heißt, Mikrofone, um da durch die Wände zuhören zu können. Und um das machen zu können, haben die Amerikaner nachgefragt, ob sie nicht einen Löffel oder ein Messer nehmen können, um ein Stück von der Mauer abzukratzen, damit sie das Material rausfinden können, damit sie rausfinden können, was für einen Bohrer sie mitbringen müssen. Die haben also sehr, sehr lange Bohrer, die man in einer gewisser Weise in einen Koffer neben der Mauer tut und das braucht 3 Stunden für 3 Stunden für 3 Zentimeter, aber es macht halt überhaupt keinen Geräusch. Und das sind nur die Orte, wo diese versteckten Mikrofone versteckt waren. Und die haben ihre Arbeit natürlich dokumentiert. Hier gibt es Videodokumentation und fotografische Dokumentation der Installation dieser Upgrades der Kamera. Und das ist jetzt das aktualisierte Diagramm von den Kamerainstallationen.
Man sieht hier jetzt die ganzen internen Kameras, sind jetzt alle 4 Megapixel. Der Konferenzraum hat jetzt 2 auf beiden Seiten, damit man den ganzen Raum auch wirklich überwachen kann. Muss also nicht hin und her schalten zwischen den anderen Folien. Aber man kann sehen, dass es immer noch sehr kleine Ecken im Raum gibt, die noch nicht überwacht wurden vorher. Und jetzt konnte man den gesamten Raum eben überwachen. Und dieser Tongenerator, den Julian hier eingesetzt hat, der hat ihnen einige Kopfschmerzen erzeugt. Das hat ganz gut funktioniert, aber wie andere Leute mir auch schon gesagt haben, und das stimmt auch, wenn man mit diesem White Noise Generator in einem Raum sitzt, dann kriegt man Kopfweh. Das ist echt nicht toll. Also es funktioniert schon und man kann es halt nicht aufnehmen, aber es ist auch wirklich schwer, da ein, zwei Stunden sich drin aufzuhalten. Wie auch immer. Die Amerikaner hatten Probleme damit und sie haben schon angefangen gehabt, die Botschaft von außen mit Laser zu abzuhören, mit Laserreflexionsmikrofonen, also dass der Vibration auf dem Glas des Fensters benutzt wird. Und mit dem White Noise Generator hat man einen Lautsprecher, der eben auf das Fenster gezeigt wurde. Und deswegen sollten sie spezielle Sticker anbringen, die dann, also die Ecuadorianer hatten erlaubt, also den Sticker, der auf der einen Seite so eine Art Schaum hat und auf der anderen Seite so eine reflektierende Seite, damit man das trotzdem machen kann. Also man hat diese Sache hier und leider habe ich kein gutes Foto von diesen Stickern, aber man sieht hier die Dokumentation, dass sie es auf jedem Fenster installiert haben, nicht nur bei dem Konferenzraum, haben sie auf jedem Fenster so einen Sticker, damit man also mit dem Laser auch vorkommt. Und die Außenkamera, die 8 Megapixel Monsterkamera, die hat die Amerikaner auf der anderen Seite des Fensters sehen können, hier mit deren Lasermaschine. Also, ihr kriegt hier die Idee, das ist keine Kamera. Und es gibt auch andere Sachen, die da gleichzeitig passiert sind. Das ist mehr für eure Unterhaltung. Also hier nach einigen technischen Prüfungen haben sie auch manchmal normale Sachen gemacht. Also es ging nicht nur um Spionage für die Amerikaner. Aber das Wichtigste und das Beeindruckendste, das passiert ist, ist Ende 2017. Ende 2017 hat die Regierung von Ecuador, die neue Regierung war schon gewählt, aber noch nicht im Amt. Und eine der letzten Sachen der alten Regierung, um das zu lösen, haben sie ihm die Staatsbürgerschaft gegeben und ihn zu einem Diplomaten befördert und hatten schon eine Liste von Ländern ihm vorbereitet, wo er als Diplomat ernannt werden konnte, zu einer der anderen Botschaften, wo er also nicht so eine feindselige Umgebung hatte. Und am 21. Dezember hat er innerhalb der Botschaft die Chefin des ecuadorianischen Geheimdienstes getroffen. Und das wurde komplett abgefangen. Die Amerikaner hatten großen Alarm geschlagen und nachdem er einen White Noise Generator benutzt hat, hat sich da ein Stück weit weg von dem Feuerlöscher auch positioniert. Aber wurden dann sogar die Wächter gefragt, sich an die Tür zu stellen und da mal reinzuhören, ob man was hören kann. Und in dieser Nacht, also es war um 3, 4 in der Früh, es ging ein bisschen länger und am nächsten Tag kam dann der internationale Haftbefehl gegen Julian und haben die Briten informiert und die Briten haben die Ecuadorianer informiert, dass sie das nicht akzeptieren würden, wenn er zu einem Diplomaten befördert wurde. Und die Polizei kam dann an der kleinen Seitenstraße sich positioniert und da hat also der Terminus Informationen, die Handlungsempfehlungen geben, auch tatsächlich Bedeutung hat, Actionable Intelligence.
Ich habe hier ein paar Links zu Ressourcen. Das ist ein Fall, der sich weiterentwickelt. Ich werde da auch wahrscheinlich nochmal was auf Bugplanet dazu veröffentlichen. Wenn euch das interessiert und ihr wollt es unterstützen, die legale Situation oder seine sonstige Information, dann könnt ihr die Wau Holland Stiftung unterstützen. Da bin ich auch im Vorstand. Und wir sammeln Geld für seine Verteidigung und auch andere Wikileaks-Veröffentlichungen. Das war alles, was ich jetzt fürs Erste sagen wollte. Wir haben jetzt noch Zeit für Fragen und Antworten. Wie viel, weiß ich nicht. 20 Minuten oder so. Ja, noch ungefähr 20 Minuten. Ja, und dann war das schon mal die Übersetzung von dem Talk der Überwachung der ecuadorianischen Botschaft und Julian Assange. Danke, dass ihr zugehört habt. Bei Feedback hello@c3lingo.org per E-Mail oder ihr benutzt den Hashtag C3T auf eurem sozialen Netzwerk eurer Wahl. We're saying like this building is under CCTV, under camera surveillance. Er redet jetzt nochmal kurz über die diese Sticker, die da drauf sind. Also da hat Morales irgendwie gesagt, dass das Gesetz sich geändert hat, dass sie diese Sticker haben müssen, was natürlich absolut lächerlich ist. Und auch quasi, dass die Winkel der Kameras da verbessert wurden, auch das ist quasi wegen einer Gesetzesänderung. Also das ist schon sehr auffällig. So, jetzt geht's mal zu den Fragen dann. Einen Applaus nochmal bitte. Vielen Dank für den sehr eindrucksvollen Vortrag. Wir nehmen Fragen an, also stellt euch bitte hinter den Mikrofonen auf. Wir haben in diesem Fall bin ich nicht nur offen für Fragen, sondern auch für Ideen. Wir werden Fragen. Eine sehr kurze Frage vom Internet. Was ist dieses Laser-Sticker-Technology? Was ist der Zweck davon? Warum brauchen wir die? Also vielleicht habe ich das nicht klar genug gesagt. Also die Sticker haben quasi eine reflektierende Oberfläche auf der Außenseite. Und wenn die quasi ans Bild geklebt werden, dann können sie quasi die Laute innen erkennen. Ja, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, weil wir haben die nicht, ja, weil wenn wir die hätten, könnten wir das checken. Aber im Endeffekt schaut so das aus, dass die Amerikaner und Amerikanerinnen irgendwie aus der Vibration der Stimmen quasi mit der Lasertechnologie in Kombination den Inhalt rekonstruieren konnten. Vielen Dank. Es sieht so aus, als ob wir keine weiteren Fragen haben. Es scheint, als ob jeder zu verängstigt ist, zu fragen. Es gibt noch eine weitere Frage. Könnt ihr mich hören? Hallo? Ohne eine Quelle zu veröffentlichen, wie bist du an alle diese Informationen für die Videos, die Kameras und so etwas gekommen? Ich bin ein investigativer Journalist und über Methoden und meine Quellen rede ich nicht nach Anweisungen von Juristinnen. Ich überlasse das eurer Vorstellungskraft. Es gibt ja da gerade einen aktuellen Gerichtsfall, der da gerade ongoing ist und gerade läuft. Ich habe das auch schon mit Julian und mit anderen besprochen. Ich muss sagen, bevor ich zu tief in das Ganze da hineingehe und mir das Material Stunden und Stunden und Tage angeschaut habe, würde natürlich auch Julian selbst angerufen haben, aber nachdem ich das gemacht habe, würde ich sagen, wir hatten eine ganz gute Situation, also situative Awareness, damit wir wissen, wo wir eigentlich überhaupt sind. So, ja. Nächste Frage, gleich das Mikrofon. Am Anfang hast du gesagt, dass es mehrere Embassies gab. Meine Frage ist, der Flur, ist der eigentlich Teil von Großbritannien oder eine neutrale Area?
Nee, also es ist Teil von Großbritannien. Also der Aufgang und die Gänge sind geteilt von all den Botschaften, aber die einzelnen Wohnungen darin sind quasi Privateigentum und sind geteilt, also sind ja, also es ist quasi ein geschertes Gebäude, aber die diplomatische Polizei, die quasi der besser ausgebildete Teil der britischen Hit-and-Run-Polizei ist, die haben normalerweise nicht die Erlaubnis, in die Botschaften zu gehen, aber die dürfen quasi in den Eingangsbereich und die Übergangsbereiche rein. Also manchmal hat man die direkt getroffen, wenn man mit den Wächterinnen der Botschaft geschaut hat, dass man da rein will. Also in den ersten Monaten von Assange gab es da quasi viel Polizei draußen. Im Winter denen muss ziemlich kalt gewesen sein. Und sie haben sogar einen großen Truck hingestellt, wo drauf stand der Police Van. Also da gab es schon Polizeikonferenz, also da gab es eine immerwährende Polizeikonferenz außerhalb. Als nächstes eine Frage aus dem Internet. Wurdest du von jemandem angegangen, der für einen Sicherheitsdienst arbeitet, oder ist dir verboten worden, über deine Operation und den NBCs zu sprechen? Nicht direkt, nicht so direkt, dass sie mit mir gesagt werden, aber ich würde sagen, ich bin schon eingeschüchtert worden, ja. Also es gab versteckte Überwachung, ja, also quasi, dass sie ihre Devices verstecken oder also Einschüchterung startet bei mir so quasi, wenn ich in der Früh nach Heathrow komme zum Flughafen, zum Einwanderungsdesk gehe, und die nehmen meinen Pass und fragen dreimal dieselbe Frage, ohne meine Antwort überhaupt abzuwarten. Also die fragen es einfach nochmal so, wohin gehst du? Also quasi an irgendeinem Punkt, nachdem das immer wieder passiert ist, habe ich mir gedacht, na gut, okay, dass er nach einiger Zeit diesen Go-Blink bekommen hat. Das heißt, quasi dann waren plötzlich lauter Leute da, die mir dann den ganzen Weg in Heathrow folgen konnten. Also das ist schon irgendwie einschüchternd. Also es sind nicht Leute, die dir jetzt wirklich direkt dich verfolgen, aber so im Sinne von dir zu zeigen, du sollst wissen, dass wir wissen, dass du ein Freund von Julian Assange bist. Wir wissen das und du sollst wissen, dass wir das können, wenn wir wollen. Mikrofon 1. Ja, danke. Sehr guter Talk, sehr dystopisch. Ich will nochmal aufgreifen, was eben gesagt wurde. Wie hoch ist die Chance, dass du selbst überwacht wirst, und tust du selbst was dagegen? Also ich könnte wahrscheinlich irgendwann mal einen eigenen Talk darüber haben. Also ich habe zum Beispiel eine physische Wanze in meinem Telefon gefunden. Ich habe viele sehr komische Zufälle gehabt. Also ich habe zum Beispiel Autounfälle um 3 in der Früh in einer europäischen Stadt in der Nacht zusammengebracht, was doch eine sehr interessante Erfahrung war. Und an einem Punkt gewöhnt man sich irgendwie dran, so, das ist halt, wie es ist. Aber natürlich, das ist schon ein bisschen ein Verlust von Lebensqualität, und man wird auch ein bisschen anders in seinem Verhalten gegenüber anderen Leuten. Ne? Also leider ist das halt Situational Awareness, also man kann nicht vorsichtig genug sein in solchen Situationen. Grundsätzlich, wenn ihr euch das quasi wie die Möglichkeiten und das Budget ausschauen, dann ist klar, die haben unendlich viel militärisches Budget, wir haben, naja, verschlüsselte E-Mail. Und vielleicht OTR und Kryptotelefone. Also prinzipiell, meine Annahme ist, die wissen, was ich tue, und ich tue ohnehin nichts Illegales. Aber der ganze Fall gegen Julian, und nachdem wir das alles untersucht haben, uns das ganze Material angeschaut haben, das unsere Vermutungen bestätigt hat, ja, ich glaube, für mich ist ziemlich klar,
da geht es nicht über ihn, dass er irgendein Gesetz betroffen hat, das interessiert niemanden, das ist nicht, das hat nichts mit Gesetzen zu tun, sondern das ist ein politischer Fall, das ist, da geht es um Unterdrückung und die wollen quasi einen, ja, einen Präzedenzfall schaffen, damit man quasi dafür für die Welt, wir mögen es nicht, wenn ihr die Dots aus dem Internet zusammenbringt. Auf der anderen Seite, auf der guten Seite, wie ich das sagen würde, hat Julian oder WikiLeaks eben geschaut, dass es zeigt, dass es möglich ist. Das Internet ist eine mögliche Plattform und eine gute Möglichkeit, mehr Informationen und Wissen über Geheimnisse von Regierungen zu teilen und öffentlich zu machen. Aber ja, das hat Kosten. Jetzt wird es mehr dystopisch pro Minute. Tut mir leid. Ja. Okay, nächste Frage. Ich bin mir sicher, es gibt andere Vorträge darüber. Jetzt nicht. Vielen Dank für diesen tollen Vortrag. Wie die Details waren sehr interessant, mal zu sehen und mal eine konkrete Vorstellung davon zu bekommen, wie es in der Botschaft aussah. Wie du gesagt hast, alles war unter Einvernehmung mit der ecuadorischen Botschaft. Und ich möchte sehr wissen, wie die Legal Perspective davon ist und ob es aktuell noch Fälle gibt, wie man damit davon kommen könnte. Gibt es irgendwas, was sie tun können, um sich zu verteidigen? Also was ich sagen kann, ist, dass die spanischen Juristinnen und Juristen von Julian mit Hochdruck daran arbeiten, mit Staatsanwaltschaft zusammenarbeiten und sich diese Hinweise anschauen. Der Besitzer von dieser Firma, um die es ging, der wurde auch verhaftet, ja, und ist gerade auf Bezahlung draußen. Ja. Also es ist vielleicht sehr wichtig vor Julians Hauptextraditionsfall, weil es zeigt, dass die USA oder beziehungsweise einige Teile der US-Regierung, dass die absolute seine Möglichkeiten unterminiert haben und verhindert haben, dass er überhaupt eine legale Verteidigung aufbauen hat können. Das wäre ein Argument. Wie auch immer, aber ich habe mit diesen Juristinnen viel geredet, aber sie sagen, in allen anderen Fällen haben die gesagt, das ist das Ende und das ist das UK, aber in dem Fall ist das UK Government also niemand erwartet einen fairen Prozess in dem Fall, abgesehen davon, dass er quasi in Einzelhaft steckt, in einem Hochsicherheitsgefängnis, das normalerweise für Terroristinnen, organisiertes Verbrechen und Massenmörderinnen ist. Das zeigt klar, dass es da jetzt nicht um ein normaler Fall ist. Und die UK hat in dem Fall quasi die UN-Klausel gegen Folter ignoriert. Und es ging halt nicht darum, dass er weiß über diese ganze Überwachung Bescheid weiß, sondern es ging eben darum, wenn die wollen ihn eventuell umbringen und hat er überhaupt die Möglichkeit, dass er einen fairen Prozess erwarten kann. Das war von Anfang an so. Da gibt es auf jeden Fall Fragezeichen, aber die UK hat theoretisch sollten wir alle extrem zornig darüber sein und uns extrem darüber beschweren und quasi empören und verlangen, dass seine einfach seine Rechte da einfach beachtet werden. Unabhängig davon, aber wenn das Gericht ihn als schuldig spricht, das ist eigentlich nicht das Problem. Aber noch schlimmer ist eigentlich, dass er vielleicht jetzt gerade umgebracht wird, während wir reden. Hallo. Weißt du, ob die spanische Firma immer noch verantwortlich ist für die Security in der ecuadorischen Botschaft? Nein, also vielleicht habe ich die Slide nicht gemacht. Also nein, die sind rausgeworfen worden. Ja, ihr Vertrag wurde geendet im April 2018 und die andere Firma, Prom Security, hat das dann übernommen. Vielen Dank. Eine Frage. Was ich jetzt auch noch sagen kann, ist, dass vielleicht noch ein wichtiger Aspekt. Manche von den Angestellten haben in der Botschaft gearbeitet und hatten ihre 8-Stunden-Schichten da. Die sind
wichtige Zeugen für die spanischen Vorfälle geworden. Sie sind auch nicht glücklich damit, was passiert ist. Ihnen ist bewusst, dass die amerikanischen Sicherheitsdienste waren, die da Regularien verletzt haben. Es gibt die Option, dass manche von uns, dass die Firma viel Geld gekriegt haben, aber sie haben es nicht geteilt. Manche von diesen Leuten sind nicht glücklich damit, dass sie jetzt in den gleichen Räumen gesessen haben wie mit Julian. Danke. Eine Frage mehr. Eine Frage aus dem Internet. Wie erklärst du, Entschuldigung. Okay, wie erklärst du den großen Aufwand, den sie da betrieben haben und diese doch sehr ambitionierten Schritte? Also ist schon alles ziemlich. Wieso gibt es da so große? Also wie viele Geheimdienstler glaubst du sind gerade in diesem Raum, wenn man sich das jetzt alles anschaut? Ja, also die erste Frage war, ich bin nicht sicher, ob ich das komplett verstanden habe. Warum? Also naja. Also ich denke, ich hätte mich auch anders vorgestellt haben. Ich hätte auch sagen können, ich muss mich gar nicht vorstellen. Geht in den Mueller Report, schaut auf Seite 74. Man hat vermutet, dass ich, weil ich so häufig besucht habe und ich habe Julian Essen, Kleidung, Computer, USB-Sticks in Paketen gebracht und alle möglichen Sachen. Ich werde niemals beweisen können, was ich nicht mitgebracht habe, einfach weil ich so häufig da war. Und die Washington Post ist zu einem irgendwann zu mir gekommen und hat gesagt, ja, also sie haben verschiedene Quellen aus Geheimdienstkreisen, dass ich die E-Mails vom demokratischen DNC da auf einem USB-Stick mitgebracht habe. Und das werde ich nie beweisen können, dass ich das nicht gemacht habe. Das ist totaler Bullshit. Und ich bin einer der fünf Vorstände der Wau Holland Stiftung und arbeite in diesem Projekt, wo es darum geht, auch da habt ihr auch Geld mit ins Geheimnis, ins Gefängnis mitgebracht und vielleicht wollen sie einfach nur dem Geld folgen und das quasi abstellen. Das ist einfach ein menschliches, Julian ist ein Mensch und ich denke, die haben relativ viel Geld und das Problem, mit dem sie da halt umgehen, das ist alles auf relativ großem Maßstab. Und was war die zweite Frage? Ja, also wie viele Mitarbeiter der Geheimdienste haben wir jetzt in diesem Raum? Also da draußen auf den Stream sehe ich also definitiv 23. Im Raum sind es vielleicht 8. Ich denke, der da drüben sieht ein bisschen komisch aus. Der hat ein Headset auf und war die ganze Zeit so still. Ja, ich meine, was kann ich da schon sagen? Offenheit schützt davor, erpresst zu werden vielleicht. Das war die Idee von Wau. Aber nicht alle Aspekte, die WikiLeaks betreffen, können komplett offengelegt werden. Es gibt natürlich Quellen, die wir schützen müssen. Es gibt Menschen, deren Leben geschützt werden muss. Wir müssen alles Mögliche schützen. Diese Journalisten, die teilweise von interessanten Quellen noch bringen. Und als Medienprojekt muss man also eine gewisse Menge an Dingen auch beschützen. Unter den aktuellen Umständen ist das allerdings relativ schwierig. Okay, ist das bei Mikrofon 1 eine Frage oder nicht? Ja, ist es. Bist du von der CIA? Ich hoffe nicht. Okay, dann interessiert uns das nicht. Mikrofon 2, bitte. Wenn du nicht von der CIA bist. Okay, danke. Gibt es eigentlich irgendwelche diplomatischen Konsequenzen von diesem Fall? Also das CIA war involviert, das UK quasi hat die UK hat da die Botschaft von Ecuador quasi eigentlich deren Rechte missachtet etc. Gibt es da irgendwas? Nun ja, ich würde denken, dass es in jeder normalen europäischen Land gäbe es da jetzt Untersuchungen, also offizielle Untersuchungen, eventuell von anderen Botschaften, nachdem sie diese Sachen alle mitgekriegt haben.
Und Großbritannien hat also jetzt nicht nur beschlossen, aus der EU auszutreten, sondern auch eine Kolonialmacht zu werden, wenn sie das nicht eh die ganze Zeit waren. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass die aktuelle ecuadorianische Regierung besonders pro-US ist. Die haben viele US-Installationen des Militärs in Ecuador erlaubt, haben auch dieser Nachforschung hier weitergeholfen. Ich weiß nicht genau, wie die spanische Untersuchung gelaufen ist. Das ist wahrscheinlich das Stärkste, was aktuell läuft. Es gibt widersprüchliche Statements, inwieweit Geheimdienste involviert waren, CIA-Leute involviert waren. Das kann auch beides gewesen sein. Das läuft aktuell noch und diese Links hier, das ist mein eigenes kleines Wiki, OSINT-Info heißt das, wo ich diese Updates zusammensammle, die auch spanischen Quellen aus den Nachrichten, und da werdet ihr jetzt also in den nächsten Wochen noch Dinge lernen, das läuft noch. Okay, jetzt die Person nicht von der CIA. Ich möchte hiermit klar machen, dass ich niemals direkte Zahlungen von der CIA erhalten habe. Okay. Ja, aber das ist, das ist das Prinzip davon. Ja, also ich wäre schon sehr überrascht, wenn wir Hinweise darauf finden, ja, weil eins der Grundannahmen oder Grundarbeitsweise der Geheimdienste ist natürlich Deniability, das heißt quasi, sie können immer abstreiten, dass sie was getan haben. Ja. Also wenn es da komische Annahmen gibt, aber man kann eben nicht wirklich beweisen, wer das war und woher das kam. Das ist eigentlich das ist quasi der Beweis, wie man das macht. Also es ist quasi, man kann nicht beweisen, wer es war, also, weil das ist einfach die Vorgangsweise von Geheimdiensten. Ja. Aber ich meine, ja, wem erzähle ich das da? Also nicht nur denen. Also ja. Ich dachte immer, ihr seid da quasi, du gibst da quasi eine versteckte Stimme für Undercover Sicherheitsdienste. Ja, aber es gab da vielleicht, also wie auch die Geldflüsse sind sehr fragwürdig von diversen Firmen. Also nicht alles davon scheint direkt über Sheldon Adelson gegangen. Den habe ich eigentlich vergessen, auf den Link zu geben. Er ist auch im Gefängnis. Auch ein sehr seltsamer internationaler Spion, aber er ist 92 Jahre alt, also es ist einfach nur ein Cover für andere Leute. Und er war in Las Vegas, Macau und auf anderen Orten. Er hat Spionage betrieben in Macau. Er wurde beschuldigt, von Wikipedia quasi Geldwäsche betrieben zu haben, von Ford, dass er Geld gedruckt hat in Iran für China oder umgekehrt. Von Israelis ist er verklagt worden. Also das ist eine sehr interessante Person in dem Kontext. So, okay. Ich dachte, das war es eigentlich zu irgendwelchen Rechnungen an invoice.gov. Okay, so, also, ja, Ruhe. So, okay. So, ja. Also ich würde außerdem sagen, dass ich da viel lustige Fantasie drüber hätte, wenn es nicht um einen Freund von mir ginge, Julian Assange. Also bitte könntet ihr auch eure Fantasie danach richten oder eure Vorstellungskraft, wie wir ihn da rauskriegen. Dann wäre ich dafür sehr dankbar. So, definitely probiert sowas nicht zu Hause. Eine Frage vom Internet, bitte. Das Internet fragt, was passiert denn jetzt zur WikiLeaks-Organisation, falls Assange zur Haft auf Lebenszeit verurteilt wird? Und das Internet wollte noch anmerken, dass danke, dass du diesen Talk jetzt nochmal hältst, und ja, dafür auch nochmal Applaus. Also ich spreche nicht für WikiLeaks, aber ich bin schon in Kontakt mit dem Editor-in-Chief dort, und WikiLeaks wird also publiziert immer noch Sachen. Ja, die letzte Veröffentlichung war vor zwei Tagen. Also natürlich haben sie beschlossen, dass sie die Arbeit weitermachen werden, weil sie denken, das ist die einzige Sache, sie können tun, um zu zeigen, dass es eine Veröffentlichungsorganisation ist. Ja, und
Sie haben auch mit Medienpartnern, Partnerinnen gearbeitet und quasi in Island, wo Christian eben jetzt offiziell sitzt, dass die Umgebung ist sehr viel mehr unterstützend. Gerade mit diesen Banksachen auch. Und da gab es einen nationalen Skandal darüber. Das ist ein kleines Land mit 300.000 Leuten, also da ist die Umgebung viel besser und Christian glaubt, dass sie ihn dort eher in Ruhe lassen werden und die Arbeit gut finden werden. Also es ist halt nicht UK, aber vor UK jetzt kann ich nicht sprechen und ich kann auch nicht für WikiLeaks sprechen. Wenn irgendjemand in diesem Internet gute Ideen hat und wie ich gesagt habe, das ist vielleicht die Phase, wo wir unsere Ideen crowdsourcen müssen, wie wir Julian da rauskriegen aus dieser Scheiße, dann wäre ich dafür sehr dankbar. Danke. Do we take a question from the guy who's definitely not CIA? Okay, go. Ja, also jetzt der Typ, der definitiv nicht vom CIA ist. Also wir haben schon eine ganze Weile lang vermutet, dass es geheime Arbeit gibt, dass es Auslieferungsverfahren gibt. Und es gab aber bislang keinen Beweis. Und dass die Öffentlichkeit und jetzt die meisten Journalisten haben das quasi als Verschwörungstheorien betrachtet. Und jetzt, nachdem es öffentlich ist, ist allen klar, das war total offensichtlich. Also wie können wir dem nächsten Julian helfen? Wir wissen, wo wir noch nicht sicher sind, dass er definitiv überwacht wird, um da die Situation bekannt zu machen. Also ich weiß, also theoretisch, soweit ich das weiß, ist die Publikationstätigkeit von WikiLeaks nicht illegal sind, ja, und waren nicht illegal. Also da gibt es zwar jetzt Untersuchungen, aber diese Untersuchungen, da geht es um die Frage, wie quasi Quellen überzeugt wurden, Quellen zu sein. Also da gibt es den Vorwurf, dass Chelsea Manning quasi dazu ihr befohlen wurde, Dinge zu tun, ja, und wie sie das publizieren. Und das Chelsea Manning selbst ist auch wieder im Gefängnis, wie ihr vielleicht wisst, weil sie nicht aussagen will gegen Julian in exakt dieser Frage. Also es ist nicht nur die Publikationstätigkeit, die hier bedroht wird, ja, die auch. Aber eigentlich geht es auch um die Behandlung von Quellen und das ganze Wording und wie man Dinge benennt in dem Ganzen, von den Prozessen und so. Also es ist sehr schwer für mich, gerade jetzt die eine Sache, wie wir das weitermachen könnten, aber offensichtlich sind wir hier in einer Situation, wo es quasi um Transparenz von Regierungsvorgängen geht und dass diese Transparenz zwar erreichbar ist über das Internet und durch das Internet mit Verbreitung von Daten und Informationen und dass die Leute, die jetzt Macht haben, das aber auch quasi angegriffen haben und jetzt sollten wir diese Macht, diese Leute in Macht als Demokratie wieder angreifen und mit uns als Demokratie und der Stimme der Demokratie quasi, dass wir unsere Macht erhalten. Und wie tun wir das in einem Staat, wie die, also quasi die vormaligen Vereinigten Staaten von Amerika, jetzt Trumpistan, oder in UK, also wie soll man das machen? Also wir sind jetzt da im alten Europa, oder Deutschland, mit seiner ganzen alten Geschichte, mit den anderen Ländern herum, die zumindest eine Verfassung haben, die ein bisschen auf Menschenrechte basiert ist. Das ist bei den Vereinigten Staaten ja nichts, bei den Vereinigten Königreichen ja nicht so. Also in diesen Ländern sehe ich immer noch die Möglichkeit, dass man da was tun kann. Also das ist auch ein bisschen so eine Situation zwischen europäischem und amerikanischem Verständnis, wie man quasi regiert. Und das können wir einfach nicht passieren lassen. Da geht es nicht um Julian, da geht es um unsere Möglichkeit, mit Regierungen umzugehen. Und wenn ihr das umhören seht, dann eigentlich umgekehrt, da geht es auch darum, quasi mit den Möglichkeiten einer Regierung, wie sie mit uns umgehen dürfen.